So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Es ist ein Video, was ich eigentlich gar nicht machen wollte, denn ich habe jetzt schon zweimal den McCrispy Spicy getestet, aber ich muss sagen, bei beiden Malen wurde ich, glaube ich, über den Tisch gezogen, denn das erste Mal bin ich zu McDonald's, ihr habt das Video gesehen, ich bin rein, ich habe den geholt, ich bin heim, ich habe reingebissen und habe gemerkt, das ist nicht der Crispy Spicy, das ist der normale Crispy, der hat voll die Honig-Senf-Note, das ist falsch, das kann nicht sein, dafür habe ich jetzt Geld bezahlt, bin direkt zurück, habe den umgetauscht, dann habe ich ja gesagt, ist das jetzt die richtige Soße? Die haben gesagt, das wissen wir nicht, müssen sie selber mal schauen, das fand ich schon ziemlich doof. Ich weiß doch gar nicht, wie die Soße dann aussieht, die dann da drauf soll, damit das Produkt so ist, wie man es eigentlich kauft. Das müssten eigentlich die Mitarbeiter eher wissen. Dann haben sie einfach einen Aufkleber drauf gesagt, hier ist ein Aufkleber drauf, passt so. Aber den kann ich ja auch auf meinen Kopf machen, dann bin ich auch McCrispy Spicy. Das ist mir zu primitiv. Bin heim, habe den probiert, habe gesagt, die Soße schmeckt anders, aber die ist nicht scharf. Und jetzt weiß ich nicht, ich habe gedacht, ich esse ja gerne scharf, bist du so extrem abgehärtet, dass du die Schärfe der Soße absolut gar nicht wahrnimmst? Dann habe ich Pupsi aber mal gefragt, die hat es sich zu einem anderen essenden Spicy Dip geholt, was ja die Soße sein soll auch, die da drauf ist, und hat gesagt, oh, ist das scharf, das kann man ja gar nicht essen. Dann habe ich Shania gehört, die den probiert hat und gesagt hat, oh, der war gut scharf. Und Shania isst ja auch gerne scharf, bei der ist noch nicht alles weggeätzt. Also wenn die Schärfe merkt, muss auch Schärfe da sein. Ich habe von Bierschanga, ihrer Kollegin auf Malle, sturzbesoffen, Feedback rausgehört, dass es der Schweiß überall drüber getrieben hat, weil der McCrispy Spicy so scharf gewesen sein soll. Ich muss also davon ausgehen, ich habe auch nach dem Umtauschen selbst den zweiten Burger wieder mit der falschen Soße bekommen und habe absolut keine Ahnung, wie gut der McCrispy Spicy oder scharf eigentlich sein soll. Jetzt, ab heute, glaube ich, gibt es das bisschen Scharf-Menü bei McDonald's. Das wollte ich eigentlich testen, aber weil es das erst jetzt gibt, weil es den Ayran erst ab jetzt gibt, kann man erst ab jetzt auch dieses bisschen Scharf-Menü bestellen. Das habe ich mir geholt. Jetzt habe ich das dritte Mal den Versuch, den McCrispy Spicy zu probieren, den Ayran zu probieren und einfach mal zu gucken, was ist denn alles drin. Ich habe jetzt hier eine Tüte, ich habe aber noch ein paar Punkte eingelöst, weil das Muttertier ist auch dabei und alles. Müssen wir mal gucken, was ist jetzt hier alles drin. Wir haben jetzt hier Serbürden. Das ist ein kleines Unboxing. Dann ist ein Cheeseburger hier drin für das Muttertier. Dann haben wir hier 6 Spicy Nuggets. Aber glaube ich, für Pupsi, weil die hat gesagt, beim letzten Mal waren die knüppelhart und knusprig. Diesmal sind die weich, saftig und scharf. Ich soll ihr bitte, wenn ich reingehe, nochmal 6 Stück mitbringen. So, packen wir hier rüber. Dann haben wir hier Spicy Soßen, süß-saure Soße fürs Muttertier. Wir haben Schuhcreme mit Schnittlauch fürs Muttertier. Wir haben eine Spicy Soße für Pupsi ihre Nuggets. Wir haben eine Spicy Soße für mich. Und warum für mich? Hier ist jetzt noch Barbecue drin fürs Muttertier. Und das, was unser Menü. Also fürs Muttertier, die mag ja nichts Scharfes, der habe ich jetzt für 1000 Punkte einfach mal 20 Nuggets geholt, habe 1000 Punkte eingelöst, da sie 20 Nuggets hat, deswegen hat sie die Barbecue, die Schuhcreme und die süß-saure Soße, aber die möchte das später essen, hat sie gesagt, also hat sie auch kein Problem damit, dass das jetzt hier rumsteht und kalt wird. Ich habe das bisschen Scharf-Menü genommen, was natürlich aus dem McCrispy Spicy besteht, was gut ist. Bacon TS ist nicht eingedrückt, Original ist nicht eingedrückt, aber Promo ist eingedrückt, das war beim letzten Mal nicht. Ist das jetzt also wirklich der richtig gute, scharfe McCrispy Spicy? Ich will es ja hoffen. Dann habe ich da bei dem Menü dabei auch 6 Spicy Chicken Nuggets. Die sind auf jeden Fall richtig genial, da haben wir damals mal die Challenge gemacht, 50 Chicken Nuggets essen. Der Kanal Phänomenal hat das mit 50 normalen gemacht, ich habe das mit 50 Spicy gemacht. Ich habe meinen Mund gar nicht mehr gemerkt, weil die Dinger sind ja auch brutal, die sind so kross, die tun ja alles weg. Wir haben die Spicy Soße hier noch dabei und was ganz wichtig ist, als Getränk in diesem bisschen Scharfmenü gibt es ja Ayran und normalerweise gibt es bei McDonald's doch keinen Ayran, aber zu dem Menü haben die das jetzt eingeführt zum Ablöschen, zum Nachtrinken. Den werde ich dann genüsslich trinken am Ende oder wollen wir vorher trinken? Nein. Wir trinken den dann zum Genuss, aber nicht zum Neutralisieren. Das habe ich mir geschworen. Und wenn es wirklich nicht scharf ist,
haben wir noch die Mad Dog Silver Edition aus 6 Millionen Scoville Pepper Extrakt für Schärfe ziehen und die Marke Bauer Danakil Hot Sauce Erder Ale, die alte Version, wo noch draufsteht 1,5 bis 2 Millionen Scoville. Jetzt müssen wir aber mal anfangen. Wir nehmen uns erstmal hier ein Nugget. Oder wie hält man das eigentlich rein? Gar nicht. Ich habe ja jetzt das und das und das und das muss ich aber auch irgendwie. Ich kann ja die Nuggets oben bei dem Burger mit reinwerfen. Dann kann der Karton nämlich schon mal weg. Und dann kann ich das hier hinhalten mit dem Ayran. Das ist dann vielleicht irgendwie das Thumbnail irgendwann mal oder auch nicht. Wir machen mal die Spicy Soße auf. So wie die aussieht, müsste die ja dann auch auf dem McCrispy Spicy drauf sein. Hier sind grüne Punkte drin, hier sind rote Fetzen drin und die Soße ist an sich ein bisschen, nicht orange, aber rötlich, rötlich-cremig, aber ein bisschen flüssiger auch. Auf dem Burger letztens sah die auf jeden Fall nicht so aus. Wenn ich den Burger jetzt hier anhebe, sehe ich aber Ähnlichkeiten. Also ich sehe, die hat grüne Punkte und rote Streifen, hier habt ihr grüne Punkte und rote Streifen. Also die Soße, die da drin ist, ist dieselbe, wie da drauf ist. Jetzt habt ihr auch den direkten Vergleich. Beim letzten Mal hatte ich nur Soße da drauf. Die sah orange aus. Die war nicht scharf. Da war aber auch nichts anderes drin. So, probieren wir nochmal einen schönen Nugget. Schön Spicy Nugget in der Spicy Soße. Schön reintunken. Ich habe jetzt hier auch irgendwie eine Pfeffernote. Eine sehr pfeffrige Note. Die kenne ich letztens nur von den Samyang-Nudeln, die ich mal hatte. Das seht ihr aber erst demnächst. Also so hat der Burger letztens auf jeden Fall nicht geschmeckt. Und wenn die Soße auf dem Burger drauf ist, dann ist die auf jeden Fall präsent. Dann merkst du die. Eine Pfeffernote, eine richtige Pfeffernote. Wir beißen jetzt mal in den Burger rein. Gucken mal, ob das derselbe Geschmack ist. Also wenn ich jetzt hier in diesen Burger beiße, habe ich dieselbe pfeffrige Note direkt, die präsent ist, genau wie bei den Nuggets, bei dem Dip. Das heißt, das ist diesmal die richtige Soße. Was schade ist, denn das heißt, ich hatte wirklich zweimal die falsche Soße. Jetzt kann ich auch verstehen, wieso Leute sagen, dass es scharf ist. Ich finde es nicht zu scharf, aber ich würde es als scharf einstufen. Wenn man jetzt guckt, was hat man sonst so, dann merkt man da auf jeden Fall eine deutliche Würze und eine deutliche Schärfe. Was ich aber trotzdem machen möchte, beim nächsten Nugget hier, ich möchte das Menü jetzt ganz essen. Ich probiere das trotzdem mal aus mit der Erdbeer Ale. Wenn ich mir die hier auf ein Nugget drauf packe, so, jetzt mal gucken, wo die rauskommt. Die sieht immer so dick aus. So, wir haben jetzt hier einen richtig roten Flatschen. 1,5 bis 2 Millionen Scoville. Müssen aber auch in den Dip. Das ist ja wichtig für den Geschmack. Es soll ja trotzdem so pfeffrig schmecken. Wow, und da merkst du richtig, das zieht jetzt nochmal an. Wir wollen das auch auf den Burger machen, weil das ist so fleischig, so knusprig, dieses Hähnchen. Und ich finde jetzt finde ich den auf jeden Fall besser als beim letzten Mal. Da habe ich gesagt, brauche ich nicht nochmal, weil er eben so lasch war. Hier alleine mit der pfeffrigen Note würde ich den auch essen. Jetzt haben wir hier auch so einen Tropfen nochmal drauf. Beißen jetzt hier also rein. Nugget dazu. Komm, und damit die Mad Dog mal leer wird, machen wir die Mad Dog natürlich auch noch auf. Wir wollen noch mal Schärfe ziehen, obwohl die Mad Dog eigentlich weniger Scoville haben müsste als die Marke Bauer Soße. Hauen wir uns hier auch wieder einen Tropfen Mad Dog drauf. So, nicht zu viel. Der ist jetzt nicht so rot, feurig. Der ist eher braun, also von der Farbe her. Und trotzdem wieder hier Dip. Das wirkt gerade voll entspannt. Es zieht auch gerade nicht mehr richtig an. Aber hat wieder diese leicht flaumige Note. Auf dem Burger wollen wir uns natürlich auch einen Mad Dog Tropfen machen. So, pass auf. Oh, jetzt beim Runterschlucken. Jetzt kam so eine kleine Brandwolke, die sich hier im Rachen ausgebreitet hat. So, wo ist es? Wo ist es? Hier, jetzt kommt hier auch ein Tropfen drauf. Also Vorsicht, nur ein Tropfen. Und jetzt auch natürlich wieder mit dem Nugget und der Soße und dem Dip, denn dafür ist er da. Mmh.
Und dann wollen wir jetzt den restlichen Burger essen und genießen. Vor allem der Dip ist so flüssig, du kannst den Dip auch einfach über den Burger drüber kippen. Da ist halt noch mehr Soße hier drauf. Und ein Nugget haben wir ja auch noch übrig. Und das letzte Nugget mit dem letzten bisschen Dip hier nochmal zusammengekratzt. Ich merke auch schon, wie die Nase anfängt zu laufen, wie einem richtig schön warm wird. So stelle ich mir das vor, das bisschen Scharf-Menü aufgepimpt in der bisschen mehr Scharf-Variante. Aber wir haben jetzt noch unseren Ayran, natürlich zum Ablöschen, damit wir nicht umfallen, von Heidi, Ayrans Refreshing Drink with Joghurt. Seid ihr Ayran-Fans? Ayran ist ja eigentlich was, was man gerne auch mal zum Döner trinkt. Gab es auch ein Lied von Rafiction, Ayran und Döner. Und dann haben wir auch irgendwann mal den großen Ayran-Test gemacht. Da gab es auch immer Körfetz, da gab es immer Probleme. Jeder wollte seinen eigenen Ayran hier hoch in den Himmel heben und hat alle anderen da schlecht geredet. Wir probieren jetzt mal den. Gucken mal, ich habe schon lange keinen Ayran mehr getrunken, wie der ist. Also etwas wässrig und hell. Kenne ich auch, dass der ein bisschen dickflüssiger ist, wo du dann denkst, ja, der ist jetzt mit Joghurt, so viel Joghurt und dann ein bisschen Gewürze. Aber eigentlich besteht er doch aus Wasser mit Gewürzen und Salz und Zeug. Der ist wahrscheinlich so perfekt, wenn er so richtig dicker ist, ist er schon wieder zu viel. Also eigentlich müsste der so sein. Kann natürlich sein, dass dann ein bisschen der Geschmack flöten geht. Kann aber sein, dass der andere Geschmack wieder zu künstlich ist, weil er wieder rumgepanscht wurde. Und da ist trotzdem Geschmack da und irgendwie passt es auch gerade dazu. Wenn du merkst, du hast so eine Pfeffernote und dir brennt die Lippe, der Mund, der Hals, alles brennt so und dann hast du das. Weil es ist ja eh Joghurt, essen soll man dann immer. Es passt einfach dazu und es ist selber ja auch trotzdem nochmal würzig und mundet einfach. Also ich bin begeistert. Bisschen Scharfmenü für 9,99 Euro mit dem Coupon, der gerade in der App ist. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Made of Plastic. Und der Ayran geht auch, finde ich. Also hab schon andere getrunken, die mir besser gefallen haben, aber die sind bestimmt wieder schädlich und die sind nicht so toll und nicht so original. Deswegen muss ja einen Sinn haben, dass sie den hier gewählt haben. Von dem sind die selber bestimmt auch begeistert. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Testet ihr das bisschen Scharfmenü oder habt ihr es schon getestet? Dann schreibt es mal in die Kommentare.